Ja, da sind wir wieder bei WoW. Ja, mach nochmal. What the fuck? Nein, wir machen nicht nochmal. Outtake, Willkommen Cut. zu Willkommen bei Minecraft. Minecraft. Jawohl, da sind wir wieder. Sieht doch fast aus wie WoW, findest du nicht auch? Ja, keine Ahnung, was du gerade versucht hast, aber es war sehr interessant. Ich hab meinen Spaß, weißt du? Das passiert, wenn ich Benjamin sage, mach du doch einfach mal die Anmod. Nein, das wäre doch langweilig. ich wollte heute mal, während du, glaube ich, dich auch um den Garten kümmerst. Ach, apropos, Sascha ist auch da, ne? Ja, guten Tag. Ja, hallo Sascha. Ich kümmere mich heute mal ein bisschen um Schienen. Macht halt mal. So. Kümmere dich mal um irgendwas. Psst, hallo. Wo sind eigentlich die Clean Stones abgeblieben? Im Ofen where, sind sie. Where are those Im Clean Stones? Ofen. There are those Clean Stones. There, they. Care. Kackt hier die Anmoderation. Ich wollte schon und immer dann mal WoW bei Minecraft sagen. Ja, lass mich doch mal. Ach, das war nicht geplant. Sehr schön. Ich dachte, das wäre irgendwie so, du versuchst da so einen kleinen Witz einzubringen, der nicht verstanden wird. Dum-dum-dum. Oh, ich guck mal, ich springe von hier. Ja, schade, dass ich für sowas nicht irgendwie so Fail-Applaus habe oder sowas auf dem Soundboard. Das Wichtigste, was fehlt eigentlich, ne? Ja, wobei, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wenn ich hier mal unser Archiv durchgehe. Ich meine, ich kann dir hier sowas bieten wie... Oder... Glückwunsch. Einfach mal Glückwunsch. Ja, super. Passt doch auch. Hau mal raus, das Zeug. Ja. Hast du verbockt, Glückwunsch. Finde ich gut. Warum auch nicht? Ja, ich meine. So, ich bin fast ganz unten mit meinen Schienen schon. Das kam doch ganz gut hin. Tschüss, ist ja super. Ja, ich muss oben noch eine Abschussrampe bauen, dass man auch da ein bisschen starten kann. So, und ich hoffe, man hört meine Klickorgel gerade nicht zu laut. Ach, Ivo, wo denkst du denn hin? Hier sind wir schon unten. Man könnte natürlich, ja, wobei... Ich meine, wir könnten natürlich am Ende auch den Garten noch untertunneln und dann die Bahn sozusagen bis in den Keller zum Steg fahren lassen. Nachdem wir ja noch keinen geplanten Keller haben. Ja, aber ich würde fast sagen, wir machen erstmal hier einmal eins fertig und dann können wir immer noch nach unten hin was machen. Einmal eins, wie noch dreimal eine. Ja. Oder wie? Ja, so in der Art. Ja, genau, gut, dann machen wir das so. So, jetzt das Doof ist natürlich, dass ich trotzdem nach oben laufen darf, weil ich noch keine Powerschienen hergestellt habe. Willkommen bei WoW. Wobei ich überlege, muss man für Powerschienen nicht auch Redstone legen? Ja, ne? Ja, ja. Ich hoffe, das... Falls du dich noch dran erinnerst, wie du es damals schon gemacht hast. Ja, nee, deswegen frage ich ja. Es ist halt schon ein bisschen was her. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Mit meinen 42. Ja, bestes Alter. Minus 12. Plus 13 mal 4 durch 12. Ja, finde ich gut. Da ich selber nicht aufgepasst habe, was ich gesagt habe, kommen da bestimmt jetzt ganz lustige Ergebnisse raus. Ja, bin Sascha ich ist 3. Geistig manchmal. Manchmal? Ja, so spätestens nach 5 Bier. So. Wobei, das wäre langweilig, wenn man nach 5 Bier schon auf dem geistigen Alter wäre. Das spricht nicht gerade für Standhaftigkeit. Nein, nicht jetzt, was du wieder denkst. Ich habe überlegt, wie ich den Karren jetzt noch aus dem Dreck ziehe. Hab stattdessen aber einfach mal einen Karren aus... aus Dreck gezogen. Ja, ich wollte gerade sagen, hier aus... Ja, komm, Vergiss es, ich habe nichts getan. Also so wie immer. Ja, ich fahre gerade mal hier ein bisschen Probe. Pharma-Probe. Kurioserweise läuft die Lohn immer wieder automatisch. Großartig. Ja, so nennt man das doch. Woo! Ich weiß nicht, ob du siehst. Guck mal hoch zum Baum. Uhuhu. Es ruckelt so ein bisschen beim Runterfahren. Also... Ja gut, das ist ja... Ne? So. War das nicht damals auch schon so für Xbox? Ich erinnere mich da auch nicht mehr dran. Aber sah großartig aus. Ja. Du sahst auch aus, als hättest du übelst deinen Spaß gehabt. Ja, total. Ja. Das Doofe ist, man fällt immer aus dem Baum raus. Das ist nicht so ganz optimal momentan. Haben sie das ein bisschen verborgt? Nee, da kann ich leider nichts für. Das ist halt einfach so. Ja gut. Größer... jetzt. So. Ja gut, der Weg nach unten funktioniert schon mal. Ist ja schon mal was.
Immerhin. Ja. Man kann dir also doch irgendwelche Arbeiten geben. Ist doch schön. Gut zu wissen, auch Sascha kann irgendwas alleine bauen. Ja, ja. Hör mal. Willst du aufs Maul oder was? Ja, komm mal her hier. Schlag doch drauf. Willst du hier auch... Ich töte deinen Hund. Ach nee, warte, das Thema hatten wir schon. Das hatten wir schon mal. Ich überlege gerade, kommt da jetzt hier auch, soll hier auch dann Glas oben hin, so? Oder wie hast du das geplant? Noch nicht, warte mal. Ich hatte da im Grunde noch nichts geplant. Ich wollte jetzt erstmal die Steine runter. Ja, mach mal. Mach mal. Ich schaue mir das mal an. Ich stelle mich mal daneben und sag mal, ja, ist noch nicht so ganz das Wahre und Aber du könntest deine Laufsteckqualität noch ein bisschen voranbringen, ja. Haben wir schon mal gesprochen, dass Kinect Star Wars das großartigste Spiel ist, was in den letzten 500 Jahren entwickelt wurde? Und ich dachte, das wäre Hulk Hogan's Main Event. Aber ja, ich stimme dir vollkommen zu. Schenkt sich beides nichts, würde ich fast sagen. Kann man nichts anderes dazu sagen, außer beides awesome. Wer auf absoluten Crap steht, der schaut unsere Let's Plays zu Minecraft. Und hört uns dabei auch noch längerfristig als 10 Minuten zu. Ja. Ja, aber übrigens, um wirklich über gute Spiele zu sprechen, also Persona 4, ich meine, ich spiele jetzt seit ich, weiß ja nicht. 4 Jahre alt bin. Was? 4 Jahre alt bin. Nee, ich glaube, da konnte ich, ich glaube, mit 8 habe ich meinen ersten C64 bekommen. Zu Weihnachten. Mhm. Und seit ich klein bin, spiele ich Rollenspiele echt am liebsten, ne? Und Persona 4 Golden auf der Vita, ohne Scheiß, ist, glaube ich, das beste Rollenspiel, was ich jemals gespielt habe. Und das im Jahr 2012-13. Hat mich so ein bisschen geflasht. Und was viel schlimmer ist, und das auf der Vita. Ja, es ist krass irgendwie. Ist es. Aber es ist irgendwie so ein perfektes Spielerlebnis auf der Vita. Und das ist was ich echt cool finde. Was ich gemerkt habe, was an der Vita extrem nett ist, wenn du jedes andere Spiel spielst, wenn du irgendwie keinen Bock mehr hast, du musst irgendwie, weiß nicht, speichern und auf den Speicherpunkt warten. Wir beide spielen ja zum Beispiel gerade Unfinished Sworn, wo die Speicherpunkte unglaublich schlecht verteilt sind. Oh, die sind großartig, die mag ich total. Ja. Total grausam. Und bei der Vita ist einfach so, du drückst die PS-Taste, das Spiel friert ein an der Stelle, wo du gerade bist. Das heißt, du brauchst eigentlich gar keine Speicherpunkte, solange deine Vita Strom hat, was erstaunlicherweise relativ lange ist, um ehrlich zu sein, also deutlich mehr Akkulaufzeit als zum Beispiel der 3DS, muss ich zugeben, dass ich da echt ein bisschen positiv geflasht wäre. Irgendwie so bis mitten im Dungeon oder mitten in ein paar Kämpfen, ach weißt du, jetzt rausgehen, speichern, nö, drückst einfach die PS-Taste, Spiel friert ein und ja, quasi, es ist zwar kein Speicherpunkt an der Stelle, aber du kannst halt an der Stelle später weitermachen. Ja, klar. Das ist echt, also ich muss zugeben, Vita, das Ding hat so viel Potenzial. Mir blutet so ein bisschen das Herz manchmal, wenn ich bedenke, wie wenig da kommt für. Das stimmt wohl. Ja, ich war ja damals auf diesem Event und da haben sie ja auch gesagt, Vita ist Wichtigste. Da haben wir unseren Hauptaugenmerk drauf. Merkt man nur nichts davon. Ja, auf dem, für diejenigen, die vielleicht unsere Seite nicht verfolgen oder unseren Podcast, du warst auf dem Sony Winter Stars Event, glaube ich, hieß das ganze Ding oder sowas. Boah, wie der Name war, weiß ich nicht. Ja. Also es ging auf jeden Fall ums Wonderbook, PlayStation All-Stars und so. Im Grunde der Event, wo Sony so das Herbst-Line-Up vorgestellt hat. Genau. Und ja, das... Herbst-Weihnachts-Line-Up, was ja nicht so... Ja, was kurioserweise relativ beschissen war für Sony im letzten Jahr. Und ja, ist ja so. Ja, stimmt. Aber das Kuriose ist einfach, und da muss ich wirklich sagen, also ich glaube, also ich weiß noch, als damals die PS3 rauskam, und da kam ja lange Zeit echt nicht wirklich viele gute Sachen für. Und mittlerweile, wenn du mal so schaust, die ganzen Exklusivtitel, Journey, Unfinished Sworn, gerade was sowas wie Arcade-Titel betrifft, also mittlerweile finde ich echt, da hat Sony und auch Exklusivtitel hat Sony einfach echt die Nase vorn. Ich finde das echt erstaunlich. Denn wenn du mal guckst, was Microsoft in diesem Jahr veröffentlicht an Exklusivtiteln, jetzt mal abgesehen von einem komplett überragenden Forza Horizon und vielleicht auch ein Halo 4, wobei es ja ein bisschen Gemüter spaltet, aber so Exklusivtitel, Sony kann es irgendwie erwarten, da kommt fast jeden Monat irgendwas. Das stimmt wohl. Da haben sie zumindest mal so einen dezenten Vorteil. Mhm.
Aber gut, die Fanboys werden da argumentieren, wie sie argumentieren wollen, aber ich find's einfach cool. Also ich weiß nicht, also als ich Persona gespielt habe, dachte ich mir so die ganze Zeit, ach, das Ding jetzt. Und das ist sowas, was ich bei der Vita vermisse. Irgendwie so eine Möglichkeit, es gibt ja Remote Play. Das heißt, du kannst die bestimmten Spiele, die es für die PS3 gibt, wie zum Beispiel Shadow of the Colossus, kannst du, wenn du im Wohnzimmer bist oder so, auf dem Bildschirm der Vita streamen. Ein ganz normales PS3-Spiel, was nicht für die Vita gibt. Streamst das auf dein Handheld drauf. So ein bisschen Wii U-Technik, möchte man fast sagen. Mhm. Und da habe ich mir so die ganze Zeit gewünscht, jetzt stell dir vor, es wird andersrum funktionieren, dass man einen Titel von der Vita auf den großen Bildschirm der PS3 legen könnte. Manchmal wäre schon, das wäre schon ziemlich cool. Das wäre awesome, das stimmt wohl. Ich bin echt gespannt, was da in der nächsten Generation angeboten wird. Wo bist du eigentlich? Ich bin im Baumhaus. Achso. Ich wollte gerade sagen, es wird nämlich so leicht dunkel. Ja, ich liege schon im Bett, nur so als... Ach so, du wartest nur auf mich. Ja, ja, ich habe schon die Beine breit gemacht und... Ja. Wie wir so schnell von Exklusivtiteln zu sowas wechseln können, ist natürlich auch wieder geil. Ja, ist das nicht das Gleiche? Ich meine, du bist schon wieder in meinem Bett. Publisher legen sich doch teilweise auch auf den Rücken, wenn es darum geht, einen Exklusivtitel-Deal auszuhandeln. Ja, genau. Was? Das neue Naughty Dog Spiel nur für die PS3? Ja, dann machen sie mal die Beine breit. Das neue Doggy-Style-Spiel von Naughty Dog. Bei mir hat gerade hier... Ah, jetzt geht's. Meine Maus hat gerade nicht funktioniert. Kein Problem. So. Ja, also ich bin da unten zumindest so mit dem Weg nach unten fertig. Hier, nimm mal die Lore. Kannst ja auch mal Test fahren. Muss auch ein bisschen anschieben noch, weil wir haben ja noch nichts. Welcome to Ibiza? Ja, genau. Mann, wie du das immer so. Ne? Nein. Na, man sollte. Und wie in den guten alten Tagen kriegst du es einfach nicht hin, einzusteigen. Ich finde das herrlich. Ich bin drinne. Ruhe. Muss ich ihn noch anschieben oder irgendwas? Nö, das klappt. Muss ich immer schneller anstupsen mit dem Stock? Da muss ich immer an. Die böse Hexe. Hast du Austin Powers 3 gesehen? Goldständer? Nee. Ach, großartig. Ich glaube, das war der dritte, wo Ben Savage, hier damals Wonder Years, kennst du mit Sicherheit auch, oder? Die Serie. Wo mit so einer riesigen Warze spielt, oder nicht mit einer riesigen Warze spielt, das klingt falsch, der eine riesige Warze im Gesicht hat in der Szene. Und kommt dann so rein und Austin Powers sieht die ganze Zeit die Warze und wow! Und versucht so die ganze Zeit mit dem Finger an die Warze zu gehen, am Ende kommt er mit dem Stock von der Seite und so auf die Warze. Keine Ahnung, wie mich gerade drauf kam, aber wenn ich im Stock poken dran denke, dann kommt mir primär das in den Sinn. Sehr interessant. Ja. Was du für Gedanken hast. Übrigens, verstehe nicht, warum du Goldständer nicht gesehen hast. Weiß ich auch nicht. Großartiger Film. War das nicht der Film mit Beyoncé? Der war Teil? Genau, ist der Teil mit Beyoncé. Was da den Film auch nicht schlechter macht. Nicht? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Sie ist ja ganz nett anzuschauen. Oh, sieht aber nett aus, was du hier gemacht hast. Ja, aber jetzt haben wir natürlich hier das Problem. Das sieht natürlich jetzt hier unten scheiße aus. Hier sieht nichts scheiße aus. Dann müssen wir den Steg erstmal breiter machen. Ja, das sowieso. Ja. You know, that was the plan. Zumindest vielleicht, ja gut, ein breiter. Zack. Und vielleicht jetzt könnten wir mit Slaps natürlich nach vorne so einen kleinen Steg machen, so angelmäßig. Mhm. Die wir natürlich oben in der Kiste haben. Ja, aber es passt, glaube ich, ganz gut, wenn ich dann mal so auf die das Öhrchen schaue. Das Öhrchen, ja, die Uhr da oben am Himmel, die sagt, die Sonne geht auf. Das heißt, wir schlafen jetzt eine Runde. Die Sonne geht auf. Wie war das nochmal? Plörbräu. Es gab doch Plörbräu. Plörbräu. Die Sonne geht auf. Tag im Arsch. Ja, aber was war denn? Die Sonne geht auf. Plörbräu geht runter. Ja, war das so? Ja. Ich glaube ja, warte mal. Mit Plörbräu ist der Tag im Arsch. Oh, Otto, großartig. Ja, Otto. Ach, guck mal, gerade wo auf die ganzen guten Themen heute kommen. Mhm. Ja, beim nächsten Mal wieder. Müssen wir den Scheiß hier beenden? Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Jo, ciao. Ciao.